Und dann. Mein Heim, mein Vater. Was ist noch übrig? Irgendwer hat das getan. Aber wer? Ja, ich nehme an, dass meine Arbeit hier beendet ist. Kann ich nun gehen? Sehr taktvoll. Ich kann euren Schmerz nicht lindern. Ich habe getan, was ich konnte, aber mehr kann ich nicht tun. Ich habe das Gefühl, als sei meine Arbeit nicht getan. Ich konnte eurem Vater nicht retten und das tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich nicht bleiben kann, um das herauszufinden. Ihr sagtet etwas von einer Belohnung. Ich habe getan, was ich konnte. Kann ich mit einer Belohnung rechnen? Ich will natürlich nicht grob. Nehmen wir dann mal das Mittlere. Ich bin euch dankbar und werde euch so. Boah. So gut belohnen, wie ich kann. Und da Vater tot ist, muss ich. Oh nein, könntet ich euch vielleicht dazu überreden? Nein, vergesst es. Was gibt es noch? Sprecht, denn ich will heute Nacht nicht schlaflos darüber nachdenken müssen, was ihr sagen wolltet. Okay, Gold. Es gibt da etwas, das jetzt passieren könnte. Ich bin mit einem Mann verlobt, den ich nicht heiraten will. Vater sagte, er werde die Sache so lange verzögern, wie ich es wünsche, aber nun ist er tot. Ihr wollt eine Zweckhochzeit? Klingt interessant, aber ich bezweifle, dass das euren Verlobten zum Narren halten würde. Ich könnte diesen Mann töten, das würde das Problem schnell lösen. Sprecht weiter, was schlagt ihr vor, um das Angebot zu verhindern? Ein überraschendes Verschwinden? Na, nehmen wir mal das dort. Nein, das würde das Problem nicht lösen. Irgendwann müsste ich mich doch stellen und es würde nicht gut aussehen, wenn ich mich vor traditionellen Pflichten drücke. Nein, was ich vorschlage, ist etwas völlig anderes. Ich bezweifle zwar, dass es viele Leute zum Narren halten wird, aber es würde mein Heim vor dem sicheren Missbrauch retten. So sehe ich das Problem. Mein Vater machte regelmäßig Geschäfte mit den Ronalds, obwohl ich mir sicher bin, dass er sie manchmal ebenso sehr verabscheute, wie ich es tue. Sie verkörpern alles, was ich an Adligen hasse. Jeder ist unter ihrem Status und wenn man Respekt von ihnen will, muss man sich auf ihrer Stufe befinden. Alle anderen werden wie Schmutz behandelt. Mein Vater machte Geschäfte mit ihnen, aber er war nicht wie sie. Sie tolerierten ihn wegen seines Wohlstands und seiner Bereitschaft, sich anzupassen. Mein Vater wurde mit einem Titel geboren, aber er verlangte, dass sich Leute durch Taten auszeichnen. Er befolgte die Etikette, versteckte aber nicht seine Abscheu für sie. Mein Vater verdiente seinen Lebensunterhalt, während andere prassten. Die Ronalds versuchten ihre Verbindung zu ihm durch eine Heirat zu erweitern. Sie sind mächtig, also stimmte er widerwillig zu. Ich wurde mit Isaiah Ronald verlobt, einem recht verzogenen Bengel, und jetzt dürfte sich die Dinge ziemlich schnell entwickeln und ich werde zu einem ruhigen Leben in Dandalle gezwungen werden. Nur das klingt tatsächlich schrecklich, all dieser Luxus. Verzeiht mir, wenn ich nicht in Tränen ausbreche. Und damit werdet ihr ein Teil des Systems, das ihr so hasst. Was für Auswege habt ihr? Eine lang und ermüdende Geschichte, Nalian, und sagt doch, was ihr von mir wollt. Ich wünschte ja so sehr, euch helfen zu können. Wer ja nun fertig seid, werde ich mein Geld nehmen und gehen. Eure Probleme machen mich betroffen, aber ich muss nun wirklich gehen. Was für Auswege habt ihr? Ich schlage eine natürliche, geheime Partnerschaft vor, bei der ihr den Titel dieses Ordens übernehmt. Nein. Ihr werdet das Aushängeschild dieser Burg und ich so eine Art Mündel. Es gehört zu meinem Rechten als Erbe zu bestimmen, wer diesen Ort leitet. Ich könnte gegen die Ronalds nicht effektiv standhalten. Ihr mit eurem schlagkräftigen Talenten würdet eine abschreckende Figur sein. Und die Ronalds würden so etwas akzeptieren, das kann ich kaum glauben. Und was würde ich tun müssen, um die Rolle zu übernehmen? Was wird von mir erwartet? Meine Fürstin Talisa, das klingt irgendwie gut. Ihr versucht doch nur, mir eure Probleme aufzuladen. Werden sie das glauben? Akzeptieren? Nein, aber sie können wenig dagegen tun. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass eine kämpferische Seele eine Burg in Besitz nimmt, nachdem der bisherige Eigentümer gestorben ist. Bitte, dadurch wird sichergestellt, dass die Ronalds nicht die Kontrolle übernehmen. Sie sind rücksichtslose Adlige und sie werden diesen Ort nicht in einer Weise leiten, die der Ehre meines Vaters gerecht wird. Ja, jetzt sind wir an dem Knackpunkt. Talisa ist Kämpfer als erste Klasse. Deswegen haben wir jetzt die Kämpfer-Festungsqueste getriggert. Für die meisten
Klassen gibt es nämlich eine sogenannte Festungsquest, also eine einzigartige Quest für die bestimmte Klasse, beziehungsweise in manchen Fällen sind es auch zwei Klassen. Ich glaube, Waldläufer und Druide teilen sich dieselbe Quest. Oder Magier und Hexenmeister oder Magier und Barde oder sowas. Auf jeden Fall, diese Quest kann man nur machen, wenn die Hauptklasse, also wenn der Hauptcharakter die entsprechende Klasse hat. Wir sind Kämpfer und Kleriker, also Talisa. Deswegen haben wir jetzt die Kämpferfestungsquest gerade getriggert, die eigentlich recht simpel ist. Wir müssen nur zusagen, dass wir die Festung übernehmen wollen, kriegen dann unser wöchentliches Gold, dadurch, dass wir hier die Festung haben. Wir tun damit aber gleichzeitig die Klerikerfestungsquest für alle Ewigkeiten abbrechen. Und da ich die noch nie gesehen habe, ehrlich gesagt, würde ich das ungerne machen. Jetzt müsste ich mir halt nur überlegen, wie können sich Talisa da rausreden. Ja. Also, bitte, dadurch wird sichergestellt, dass die Ronalds nicht die Kontrolle übernehmen. Sie sind rücksichtslose Adlige und sie werden diesen Ort nicht in einer Weise leiden, die Ehre meines Vaters gerecht wird. Es wird mir eine Ehre sein, diesen Ort durch alle Ärgernisse zu leiten. Ich werde mein Bestes geben, um ihn zum Blühen zu bringen. Wir nehmen euer Angebot an und verdammt seien jene, die uns im Weg stehen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Ort anständig geführt wird. Ich kann das nicht annehmen. Ich bin sicher, dass es andere gibt, die besser dafür geeignet sind. Es tut mir leid. Ich werde nichts damit zu tun haben. Sucht ihr einen anderen Hampelmann. Nehmen wir die drei. Aber, nun gut, ich werde hier bleiben und tun, was getan werden muss. Falls ihr es anders überlegen solltet, es ist nicht noch etwas Zeit, bis die Ronalds die Macht übernehmen. Denkt darüber nach. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ja, und Minsk beschwert sich gerade über Immenstal. Und das war jetzt nicht so gut, weil Nalia hat einen Haufen Zeug von uns. Ah, Gott, ey. Also ja. Gut, gut, gut. Keine große Herausforderung. Wie mache ich das jetzt am tollsten? Also erstmal müsste ich Nadia das ganze Zeug wegnehmen. Haben wir noch irgendwo ein... Schwert plus 1? Ja, hier. Ja, das wird knapp. Weil wir jetzt schon nämlich voll wären. Wo ist der Edelsteinsack gelandet? Hier. So, dann machen wir Folgendes. Um ein bisschen Platz zu sparen. So.
Hatte ich nicht noch irgendwo Edelsteine? Untergebracht gehabt. Na gut. So, und dann der noch weg. Weil ansonsten habe ich ja keine Edelsteine mehr, die ich da in den Beutel stecken könnte. Gut. Okay. Ja, ganz ehrlich, ich werde hier kurz einen Cut machen, denke ich. Also nochmal ein Quicksave machen. Ganz kurz einen Cut machen. Gucken, ob ich Nadias Vater doch retten kann, weil ich würde ihn gerne retten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Also ich hatte jetzt erstmal falsch in Erinnerung, dass wir dass wir Nalias Vater retten können. Es läuft immer darauf hinaus. Ich hatte eigentlich eher die Meinung, dass ihr Vater mir damals, also meinem Paladin damals anbieten wollte, die Festung zu übernehmen, es aber nicht möglich wäre, weil ich halt kein Kämpfer oder kein Mönch bin, weil Mönch und Kämpfer sind die einzigen beiden Klassen, die diese Festung übernehmen können und damit die Festungsquest eben triggern können. Ja. Das heißt, wir haben keine andere große Wahl. Wir könnten Nadia jetzt erstmal abweisen. Weil ich mir immer noch unentschlossen bin, ob ich die Quest machen soll. Oder ob ich die Kleriker-Quest machen soll. Bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Und ich heim mal Yahira ein bisschen. Auf euren Befehl. Heil Yahira noch mehr. So, sieht schon ein bisschen besser aus. Wir werden jetzt erst einmal ablehnen. Da wird sie ein bisschen stinkig sein. Wir haben ihr alles Zeug abgenommen, was wir hier abnehmen konnten. Die Pfeile kann sie ruhig behalten. Wir können Yoshimo neu kaufen. Oder ihm einfach mal die +1-Pfeile verballern lassen. Davon haben wir ja 3 Stacks. Und dann sehen wir weiter. Ja. Ja, was immer ihr wünscht. Also raus hier. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Hat Minsk irgendwas verpasst? Sind wir schon in dieses Dorf Immental gezogen und haben es gerettet? Bum meint, wir hätten es noch nicht gerettet, aber ich kann mich nicht erinnern. Wir würden aber doch unsere Heldentat nicht so lange aufschieben, oder? Das darf nicht sein. Mein Volk, mein Heim, ja. Mein Vater. Ich bin euch dankbar. Das sind ein Haufen Erfahrungspunkte. Aber wer? Ja, sagt schon. Eine Zweckhochzeit klingt interessant, aber ich bezweifle, dass das auch im Verlobten zum Nahen halten würde. Stellt den Skandal vor, wer würde mir eine Beziehung zu euch abnehmen, selbst wenn ihr das passende Geschlecht hättet? Ja, bei wem? Weiblich sind. Ich meine, ich bin zwar wohltätig, aber sowas, also wirklich, das sollte keine Beleidigung sein. Nein, was ich vorschlage, ist etwas völlig anderes. Ich bezweifle zwar, dass es viele Leute zum Nahen halten wird, aber es würde mein Heim vor dem sicheren Missbrauch retten. So sehe ich das Problem. Mein Vater macht regelmäßig Geschäfte. Ja, das kennen wir schon. Sie verkörpern alles. Alle anderen werden wie Schmutz behandelt. Ja, mein Vater. Was für Auswege habt ihr? Und was würde ich tun müssen, um diese Rolle zu übernehmen? Was wird von mir erwartet?
Nichts als der Einsatz eurer Charakterstärke. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Burg übernommen wird, nachdem der bisherige Besitzer gestorben ist. Die Erben müssen einfach nur eine entsprechende Erklärung abgeben. Ihr werdet einige zeremonielle Pflichten haben, aber nichts wirklich Belastendes, bitte. Die Ronalds würden diesen Ort nicht in einer Weise führen, wie mein Vater es ehren würde. Ich kann das jetzt nicht annehmen. Aber, nun gut, ich werde hierbleiben und tun, was getan werden muss. Falls ihr es euch anders überlegen solltet, es ist noch etwas Zeit, bis die Ronalds die Macht übernehmen. Denkt darüber nach. So, Nadia ist weg. Wir können die Schwierigkeitsstufe wieder senken. Und Level-Ups machen. Ich bin bereit.